Meine Frau und ich haben uns im Sandkasten kennengelernt. Wir kennen uns, seit ich 8 bin. Sie war damals 7. Wir haben zusammen Vater, Mutter, Kind gespielt. Sie war Mutter, ich war Vater und unsere beiden Brüder waren unsere Kinder. Aus Spiel und Spaß ist der Ernst des Lebens geworden. Das hatte ich als Kind so nicht auf dem Radarschirm. Sie schon. Sie hat sich früh in mich verliebt, während ich noch so Augen für andere Mädels hatte. Doch im frühen Jugendalter haben wir uns dann offiziell befreundet und mir hätte nichts Besseres im Leben passieren können, als diese Frau, heute auch Mutter meiner Kinder, zu heiraten. Wir sind in diesem Jahr seit 31 Jahren verheiratet und wir genießen unser Eheglück jeden Tag neu. Dass nicht jede Ehe so glücklich ist, wurde mir bereits als junger Pastor schmerzvoll bewusst. Und leider haben sich auch manche Ehepaare scheiden lassen, die ich vor dem Traualtar nach dem Ja-Wort gefragt habe. Das ist nicht selten ein schmerzvoller Prozess für alle Beteiligten. Doch bereits vor 3000 Jahren gibt der weise König Salomo seinem Sohn einen Tipp fürs Leben mit. Wir lesen nämlich im Buch der Sprüche, Kapitel 18, 22: Wer eine Frau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden und Gott freut sich über ihn. Also, der 91. Tipp fürs Leben heißt Partnerwahl ohne Qual. Da sprach wohl einer aus Erfahrung. Salomo war buchstäblich mit gut 1000 Frauen verheiratet. Dass dies damals einem König zustand, steht auf einem anderen Blatt. Was Gott darüber dachte, können wir im Gesetz nachlesen, wo Gott einem König gebietet, nicht mit vielen Frauen verheiratet zu sein. Doch was will Salomo seinem Sohn mit auf den Weg geben? Wir müssen gemeinsam einige Aspekte kurz bedenken. Erstens, in der damaligen Kultur haben Männer die Initiative ergriffen und eine Frau geheiratet. Frauen wurden verheiratet. Deshalb ist hier die Rede vom Mann, der eine Frau gefunden hat. Zweitens, hier ist nicht die Rede von einer guten Frau, sondern von einer Frau. Bereits in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, der sogenannten Septuaginta, hat man hier übersetzt, wer eine gute Frau gefunden hat. Der hat etwas Gutes gefunden. Doch Salomo geht es hier viel grundsätzlicher um ein wesentliches Prinzip. Der Mensch ist für ein Gegenüber geschaffen worden. Als der Mann von Gott gemacht wurde, hatte Adam alles, was er brauchte. Auch Gott war da. Und dennoch heißt es ist nicht gut. Was ist nicht gut? Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Deshalb wurde die Eva erschaffen. Nicht als Ersatz für den Adam, auch nicht als Konkurrenz für den Adam, sondern in Ergänzung. Adam und Eva als Ehepaar sind gemeinsam das Ebenbild Gottes. Der Mensch hat das Bedürfnis nach Gemeinschaft, Gott auch. Das ist ihm von Gott deswegen in die Wiege gelegt worden. Deshalb braucht der Adam die Eva. Und deshalb ist es gut, wenn ein Mann eine Frau heiratet. Das gefällt Gott. Wir sind nicht für die Einsamkeit, sondern für die Zweisamkeit geschaffen worden. Ohne Zweifel. Es gibt Menschen, die doch lieber allein leben und damit gut zurechtkommen. Davon spricht Jesus und auch Paulus. Paulus wirbt sogar dafür, damit sich Menschen mehr für das Reich Gottes einsetzen können. Aber im Gegenzug schreibt er in 1. Korinther 7, Vers 33: Wer verheiratet ist, der sorgt sich um die Dinge der Welt, wie er der Frau gefalle. Und so ist er geteilten Herzens. Ein Mann hat etwas Gutes gefunden, wenn er eine Frau heiratet. Das hebräische Wort hier für gut kann auch angenehm, schön, wertvoll, bedeutsam übersetzt werden. Natürlich ist es Salomo bewusst, dass manche Ehe nicht schön und glücklich ist. Er weiß um Konflikte in den Ehen und Familien. Er weiß um das Scheitern mancher Ehe, die am Anfang glücklich angefangen hat. Das thematisiert er dann an anderen Stellen. Hier geht es um das Grundsätzliche. Das erste Problem von Adam war nicht die Sünde, sondern die Einsamkeit. Adam brauchte ein Gegenüber. In 1. Mose Kapitel 2, 20 lesen wir: Der Mensch betrachtete die Tiere und benannte sie. Für sich selbst aber fand er niemanden, der zu ihm passt und ihm eine Hilfe wäre. Mann und Frau sind aufeinander angewiesen. Und in dieser heterosexuellen Beziehung gehören und passen sie zusammen. Das ist Gottes Idee vom Menschsein. Und deshalb gilt zunächst einmal der Grundsatz: Jeder Mann, der eine Frau hat, ist beschenkt und Gott freut sich über ihn. Doch dieses Geschenk verpflichtet auch. Wir haben gerade gelesen, dass Paulus klar macht, dass ein Mann, der sich auch um das Wohl der Frau kümmern muss. Der Ehepartner ist nicht nur Gabe, es ist auch Aufgabe im doppelten Sinne. Ich habe eine Aufgabe, mich um den Partner zu kümmern, und ich muss mich aufgeben für den anderen. Es ist ein biblisches Prinzip, dass wir den anderen höher achten müssen als uns selbst. Leider ist das in vielen Ehen abhanden gekommen. Da wird nur noch gefordert und verlangt. Ich sage immer wieder zu den jungen Leuten: Wenn du glücklich werden willst, heirate nie.
Heirate nur, wenn du einen Menschen glücklich machen willst. Wenn wir so in unserer Ehe füreinander leben würden, wären wir alle letztendlich glücklich verheiratet. Das Geschenk für Christen ist, dass wir mit der Liebe Gottes in der Lage sind, andere Menschen zu lieben. Jesus hat uns das vorgelebt. Er starb für unsere Sünden aus Liebe zu uns. Das ist Partnerwahl ohne Qual. Denn das ist die göttliche Idee der Ehe. Und deshalb kann Salomo ganz grundsätzlich sagen, wer eine Frau gefunden hat, der hat etwas Gutes gefunden. Und Gott freut sich über ihn. Abschließend nur noch der Hinweis für alle, die noch nicht oder nicht mehr verheiratet sind. Die Umstände im Leben können tatsächlich uns an den Punkt führen, wo wir allein sind oder allein bleiben. Wie gesagt, für manche ist das tragbar, andere leiden darunter. Gott kennt deinen Schmerz. Er versteht deine Sehnsucht und er will mit seinem guten Geist diesen Schmerz stillen. Gib Gott im Gebet deine Einsamkeit und deinen Schmerz ab und vertrau ihm, dass er mit dir einen guten Weg gehen wird.